Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir einen Lehrer und einen Musiker aus Hasse mal eingeladen, ganz in der Nähe hier. Und der gerade aufgehört hat, Lehrer sein zu dürfen, darüber reden wir aber noch. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, aber er hat ja ein bisschen mehr als vorher. Und jetzt sitzt er neben mir, Lothar Kürsen. Lothar. Danke, Gerd. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gern geschehen. Das war schön, dass wir zueinander gekommen sind. Und jetzt, wir kommen jetzt mal auf eine Zeitungssache zu sprechen. Das Gymnasium rockt. Was können wir uns darunter vorstellen? Das war ja Anlass meine Entlassung. Und ich kenne das nun seit 38 Jahren. Entlassungen sind verbunden mit Reden, mit Geschenken. Das ist langweilig. Die Kollegen sind froh, wenn es vorbei ist. Und da habe ich mir rechtzeitig gesagt, keine Entlassungsfeier im herkömmlichen Sinne. Ich versuche, möglichst viele Musiker zusammenzubekommen, die ich im Laufe der Jahre eben ausgebildet und auch begleitet habe. Und das ist mir geglückt. Und da haben wir eine schöne Party gefeiert mit viel Musik. Ohne Reden, ohne Geschenke. Wunderbar, prima. So wie du das wolltest. Genau so, ja. Gut, und über deine Aktivitäten jetzt im musikalischen Bereich haben wir ja einen kleinen Einspieler vorbereitet und den werden wir jetzt mal abfahren. Mats ab. Ready? 1, 2, 3, 4. Ja, Lothar, das war ja ein schöner Beitrag. Wer hat ihn gemacht? Könntest du da was zu sagen? Ja, das ist ganz interessant. Ein Vater von zwei Schülern, die ich im Laufe der Jahre hatte, ist Hobbyfilmer und hat immer gute Aufnahmen gemacht von unseren Projekten. Und der hatte Lust, ich habe ihn darum gebeten natürlich, ein bisschen was zusammenzuschneiden. Und da ist zu sehen ein Ausschnitt aus der Musicalproduktion Mozi, wo sein Sohn mitspielte, die Hauptrolle. Und da sind Ausschnitte aus den Auftritten der Lehrerband, Halbtagsjob, kommen wir noch drauf zu sprechen, glaube ich. Ne? Ja. Und einige Fotos von der Abiturfeier, wo eben musikalisch das Ganze untermalt wurde. Und von einem Projekt, das letztes Jahr lief, zum Thema Soul, wo ich auch mitgespielt habe. Ah ja, schöner Film. Ja, wunderbar, passt ja gut rein hier. Ich habe mich sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Ja, ja, das glaube ich. Ist immer gut gelungen. Ja. Lothar, jetzt kommen wir zu dir. 17.01.51 in Kiel geboren. Hast du schon Frühmusik gemacht in deiner Jugendzeit oder kam das erst später? Ich bin ja in Garden geboren, als Kind einer Arbeiterfamilie, wie man sagt.
Und da war natürlich Musik überhaupt nicht angesagt, sondern da ging es eben darum, den Alltag irgendwie zu bewältigen, die Familie durchzubringen. Und erst in den 60er Jahren, als ich in der Schule Kontakt bekam zu Musikern, zu Gleichaltrigen, die von den Eltern Gitarren, Verstärker, Schlagzeug geschenkt bekommen haben, da habe ich richtig Lust bekommen, mich auch damit zu beschäftigen. Habe mir dann irgendwann so mit 15, 16 eine Gitarre gekauft, habe mit einem Freund zusammen musiziert, der damals schon sehr gut Querflöte spielte. Sein Vater war am Kieler Stadttheater erster Flötist. Und da haben wir erste Eigenkompositionen gemacht. Und da ging das dann eben los. Ah, ja. Aber relativ spät. Na gut, okay, aber ist sowas draus geworden, das haben wir gehört und gesehen. Dann hast du dein Abi gemacht, auch in Kiel? In Kiel an der Max-Planck-Schule, ja. Auf der Max-Planck-Schule. Und welche Fächer? Was meinst du jetzt? Ja, welche Bereiche jetzt? Ach so, ich war im naturwissenschaftlichen Bereich. Okay, alles klar. Deine erste Anstellung nach dem Abitur war auch in Kiel auf dem Gymnasium? Ich war zunächst als Angestellter in Neumünster an der Alexander-von-Humboldt-Schule, kam dann nach Altenholz. Und schließlich nach Emschenhagen. Emschenhagen war eine relativ neue Schule, brauchte dringend Lehrer. Die ist 75 gegründet worden, ja. Und 80 kam ich dann, und 79 kam ich nach Emschenhagen und bin da auch geblieben dann. Du hast in der Schule ja Musikunterricht gegeben, obwohl du gar kein Musiklehrer bist. Das war natürlich für die Schule eine tolle Sache, ne? Gab es dann auch zu der Zeit auch einen Musiklehrer noch oder hattet ihr da Probleme? Ja, das Ganze ist relativ spät eigentlich geschehen. Ich habe ja Deutsch und Sport studiert. Und hatte irgendwann in den 80ern mich intensiv mit Computern beschäftigt. Die Kinder wollten das damals so unbedingt. Ich war zunächst dagegen. Und nachdem ich 10 Jahre mich damit beschäftigt hatte, bekam ich auch Lust, Informatik zu unterrichten. Und habe dann bei meiner Chefin damals vorgesprochen. Und ich durfte dann aufgrund von selbstvermuteter Eigenkompetenz, durfte ich dann Informatik unterrichten, habe mich fortgebildet 1 Jahr lang und war dann irgendwann der einzige Informatiklehrer an der Schule. Das war ganz witzig. Hast du Glück gehabt mit dir, ne? Ja. Luther, es gab so einen Kulturverein, das war 1990. Den hast du gegründet? Zusammen mit 6 anderen Leuten, das müssen ja immer 7 sein, die einen Verein gründen. Ich bin seitdem der erste Vorsitzende. Das war einfach notwendig. Wir haben irgendwann angefangen, Musicals zu produzieren, das heißt zu schreiben und zu produzieren. Und da relativ viel Geld durch die Kassen fließt, wenn man im Schloss, Schauspielhaus und so spielt. Und das haben wir damals. Mussten wir irgendwie eine offizielle Einrichtung schaffen, damit wir vom Finanzamt überprüft werden. Und seitdem besteht dieser Verein seit nunmehr 27 Jahren. Und wir sind immer noch aktiv, obwohl wir natürlich alle nicht jünger geworden sind. Und relativ kleine Brötchen backen inzwischen. Ja. Ihr habt da viele Sachen geschrieben. Und die Musiker, waren die alle blattsicher oder haben die das zusätzlich bei dir gelernt? Das ging los mit einer Band des Gymnasiums Emschenhagen, die ich damals zufällig entdeckt habe. Und die wollte ich so ein bisschen coachen. Dann haben die ihren Bassisten rausgeschmissen und dann musste ich Bass spielen. Dann steckte ich mittendrin und wir haben gemeinsam alle Musik selbst geschrieben. Das war für mich auch eine ganz neue Erkenntnis, dass das geht. Ja. Und ich habe ganz viele Anrufe von der GEMA bekommen. Die haben immer fast Nötigung betrieben. Das kann nicht sein, dass wir so ein Programm selbst geschrieben haben, aber es war so. Das war so eine tolle Sache. Dann hattest du ja auch, warst natürlich so ein bisschen auch davon infiziert. Und mit Noten und Harmonien, das kanntest du schon von deiner vorherigen Überei oder musstest du das alles aneignen? Nein, also Noten habe ich nie wirklich gelernt, muss ich zugeben. Ach so. Ich habe eine Zeit lang Unterricht genommen an der klassischen Gitarre, aber das hat mich nicht viel weitergebracht. Ja. Also wie gesagt, ich kann Noten lesen, ich kann nicht danach spielen, flüssig spielen. Ich kann ein bisschen was davon vermitteln, aber wie gesagt, ich bin nicht notensicher. Ach so, aber schöne Musik habt ihr gemacht. Das waren alles sehr schöne Sachen und auch zum Glück erfolgreich. Das ist die Hauptsache. Gut, und wenn es so erfolgreich war, hast du natürlich auch einen schönen Titel geschrieben oder auch selbst komponiert. Und den möchten wir jetzt gerne hören. Ja, das mache ich gerne, weil das vor allen Dingen ein Titel ist, der unmittelbar mit der Situation zu tun hat, in der ich mich viele Jahre befunden habe. Und es geht um Schule dabei. Aha. Ich habe das Stück, das ist mein erstes selbstgeschriebenes Stück mit Musik und Text. Ich habe das Schulblues genannt. Schulblues? Ja. Aha, ja, bitte. Ich gehe zur Schule, weiß selber nicht warum. Auch ohne die Penne bleibt der Mensch doch nicht dumm. Lernen fürs Leben, so ein Schwachsinn. Warum ich heute Morgen bloß aufgestanden? Erste Stunde, zweite Stunde, Pause. Ich glaub, morgen bleib ich zu Hause. Dritte Stunde, vierte Stunde, null Bock. Vor lauter Stress geh ich ja fast schon am Stock.
fünfte Stunde, sechste Stunde, kein Schluss. Kaum zu ertragen, dieser elende Stoß. Siebte Stunde, achte Stunde, es ist vorbei. Inzwischen ist es aber auch schon Viertel vor drei. Wunderbar. Sehr schön. Danke. Prima. Wann hast du den gemacht? Das war 1988. Oh je. Und naja, dieser Titel und der Text drückt natürlich das aus, was ich eigentlich nicht vertrete, ja, sondern das ist die Gegenposition. Ich bin immer gern zur Schule gegangen und freue mich, wenn Schüler auch gern zur Schule gehen, weil sie ja einiges zu bieten hat. Ne? Ja, da gab es irgendwann mal ein Lob einer Ministerin. Könntest du da was zu sagen? Ja, das war interessant. Da haben wir gespielt, das war, glaube ich, Bildungskonferenz, erste Kieler Bildungskonferenz mit unserer Ministerin Waltraud Wende damals, ne? Vara Wende. Und in der Pause, also ich habe mit der Schülerband da gespielt, alles selbstgeschriebene Stücke und die waren wirklich gut. Und in der Pause hat sie uns dann zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, Herr Körsen, wenn wir solche Musiklehrer haben wie Sie, dann mache ich mir die Zukunft der Musik an den Gymnasien keine Sorgen. Und dann habe ich gesagt, ja, Frau Wende, leider bin ich kein Musiklehrer. Und dann war sie erstmal still. Und irgendwie wird da auch deutlich, wo das Problem eigentlich liegt. Ne? Nämlich, wenn Schüler selbst musizieren, lernen sie es in der Regel nicht im Musikunterricht. Das ist das Problem. Ne? Sondern sie können vielleicht Musik analysieren, Musik hören, kritisch hören, aber selbst musizieren lernt man da eigentlich wenig. Ja, ja. Aber das war eine angenehme Angelegenheit, nicht? Ja. Von so einer Dame was zu hören. Doch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, obwohl die Kultusbürokratie nie so wirklich versteht, was an den Schulen passiert. Ja, die sind sehr weit weg, muss ich sagen. Ja, das ist klar. Das ist ja überall so. Ne? Ja. Leider ist es so. Aber trotzdem kriegen sie es irgendwie mit und das ist doch ganz schön so. Ne? Jetzt kommt Rollschuh und Computer ins Gespräch. Ja. Du hattest ja, ich denke mal, mit deiner Tätigkeit und Musik machen und was auch alles, eigentlich doch wohl genug zu tun. Aber jetzt kam das noch hinzu. Hat dich das irgendwie animiert oder? Ach, das sind immer so Zufälle im Leben. Ja. Ich bin immer gerne Eis gelaufen und du weißt das vielleicht auch aus deiner Jugendzeit, Rollschuhlaufen war auch immer angesagt. Ja. Ne? Ja. Und als ich irgendwann beim Eislaufen war auf dem Langensee in Garden, da dachte ich mir, schade, dass man das nicht das ganze Jahr über machen kann, das macht so viel Spaß. Und da sah ich zufällig damals das Trainer-Ehepaar Stoltenberg. Ja. Weiß nicht, ob der Name bekannt ist. Ja, den kennen Sie beide. Die also Weltmeister trainiert haben. Ja, genau. Und dachte ich mir, aha, dann gehst du einfach zum Rollschuhlaufen. Mein Sohn, damals 10 Jahre alt, musste mit, das gefiel ihm gar nicht. Dann musste dann Rolltanzen. Ich habe dann da Rollschuhlaufen gelernt, habe auch eine Tanzprüfung abgelegt, habe nachher den Jugendwart gespielt und habe in der Schule, und das war ganz wichtig, habe ich eine Rollsport-AG gegründet und habe mein erstes Examen auch mit dem Thema Rollschuhlaufen bestritten. Ich hatte damals das Glück, dass ich einen Fachleiter in Sport hatte, das war damals Horst Pudenz, der selbst Rollschuhläufer war und der das zu schätzen wusste. Und das war eine tolle Sache. Und 15 Jahre lang hat das auch geklappt alles, dass ich am Samstag, wir hatten schon 5 Tage Woche, am Samstag mich mit den Schülern getroffen habe in der Sporthalle. Aber irgendwann war die Zeit vorbei, dann kamen die Inline-Skates und keiner wollte mehr Rollschuhlaufen und Rolltanzen. Ne? Ja, klar. Glaube ich gerne. Aber das waren alle Tätigkeiten, die du neben deinem normalen Beruf gemacht hast? Das habe ich nebenbei gemacht, ja. Aus Spaß einfach. Praktisch ehrenamtlich. Das war ehrenamtlich, wenn man das so nennen darf, ne? Ja. Ja, und das mit der Informatik hatte ich ja vorhin schon angedeutet, hat sich auch zufällig ergeben. Aus der Beschäftigung mit Computern seit 1984 habe ich dann als Spaß daran gefunden, Schülern das auch beizubringen. Die Kollegen hatten keine große Motivation, sich da einzuarbeiten. Irgendwann war ich der Einzige, habe diese einjährige Fortbildung gemacht und unterrichte jetzt immer noch Informatik am Wirtschaftsgymnasium in Kiel. Und das wurde dann von der Schule unterstützt oder hast du das rein privat gemacht? Nein, nein, das war ja eine schulische Geschichte. Ja, so. Und die haben mir für 9 Stunden, die ich dann außer Haus war an einem Tag, habe ich dann 2 Stunden Erlass bekommen. Ach so, aha, gut. Es war kein guter Deal, aber ich hatte einfach Spaß dran, deswegen war mir das egal. Ja, das waren alles praktisch unbezahlte Tätigkeiten, wenn man das so will. So nicht? Kann man das sehen, ja. Ja, aber alle Achtung, wer macht sowas, nicht? Solche Leute werden natürlich gesucht, nicht? Die sich so reinhängen. Ja. Das ist schon eine tolle Sache. Lothar, du hast in vielen, vielen Bands gespielt. Ja. Mit wem und wo kannst du da mal was sagen? Das Ganze fing auch wieder zufällig an bei der Bundeswehr. Da kam irgendwann der Aufruf, es werden Musiker gesucht für die Bataillonsband. Und da traute ich mich nicht, mich zu melden. Ich konnte zwar ein bisschen Gitarre spielen, aber ich war irgendwie sehr zurückhaltend. Und irgendwann ging ich dann im Kasernengelände spazieren und hörte aus dem Keller Musik. Und dann ging ich runter und da fragten die mich, kannst du Bass spielen? Und ich habe gesagt, ja. Dann wurde mir ein Bass umgehängt und dann war ich der Bassist von der Bataillonsband. Seit 1970. Ja. Und dann bin ich teilweise mit den Musikern auch zusammengeblieben und habe 40 Jahre lang dann auf der Basis Musik gemacht.
Vor allem nachher mit Stop and Go. Das war in Kieler und Eckernförder Raum eine ganz bekannte Coverband, ja, eigentlich. Sagt mir aber was. Auch das hat seine Zeit. Irgendwann ist es gut, dann ist man zu alt oder es kommen keine Gigs mehr. Ja. Und dann lässt man es sein oder man streitet sich. Das passiert natürlich auch. Gut, und das ist ja oftmals der Fall dann. Nicht? Und dann geht es weiter auseinander. Leider. Aber es ist einfach so. Ja. Deine ganzen Tätigkeiten, da wollte ich jetzt nochmal darauf zurückkommen, die du nebenbei gemacht hast. Wurde das von der Schulleitung unterstützt und natürlich sicherlich auch gern gesehen? Ne? Ja, da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Es geht ja auch dann darum, dass man gelegentlich mal freigestellt wird für irgendwelche Auftritte der Schüler, die ja nicht immer abends stattfinden, sondern vormittags, dass man mal proben darf während der Schulzeit. Also das wurde immer wohlwollend eigentlich erlaubt. Du hast auch Mädchenbands, kann ich mich gut daran erinnern, zusammengestellt. Da gab es eine Luzi, die waren sehr erfolgreich und auch sehr gut, ne? Die waren ziemlich gut, ja. Die waren damals 14. Wir hatten gerade mit einer 8. Klasse ein Musical abgespielt, nämlich Zoff, das wir 1989 geschrieben hatten und aufgeführt hatten. Das habe ich dann 2008 nochmal gespielt in der Schule. Wieder mit dem Autor und Regisseur Gunter Hagelberg, meinem ehemaligen Deutschlehrer, zusammen. Ja. Der hat uns dabei unterstützt. Und da waren eben einige Mädchen, die mir aufgefallen sind, die musikalisch waren. Und da habe ich mir gedacht, warum keine Mädchen, Bernd? Ich habe 4 Mädchen zusammenbekommen, die wechselten dann so ein bisschen. Und dann haben wir eigene Stücke geschrieben. Ja. Mit Texten, die so typisch für Mädchen eigentlich waren. Und waren ganz erfolgreich, ja. Also erfolgreich, das heißt, wir haben ganz gute Auftritte gehabt. Meinetwegen bei Pro Familia oder wir haben gespielt bei dem Drachenbootrennen. Und solche Geschichten, das war ganz schön. Ja, da waren die Mädchen aber noch jung, ne? Die waren 14 damals. 14. Ja. Und jetzt zu meiner Entlassung, da sind sie wieder zusammengekommen und waren ganz aus dem Häuschen, dass sie mal wieder spielen durften. Das war toll. Tja, schön. Ja, so erfolgreich sein mit 14 Jahren ist natürlich auch was. Und gerade für so Mädchen, ne? Ja. Das hat denen wirklich Spaß gemacht und die werden da ihr ganzes Leben dran denken, dass sie mal in der Rockband waren. Ja, das glaube ich auch. Oder auch Auftritte hatten. Ne? Und Auftritte hatten. Ja, das ist ja schön. Zwei besondere Bands möchte ich mal herausstellen. Also Stop and Go hatten wir schon mal gerade gesagt. Ja. Da hat ja auch Dirk Neumann, der hier ja auch im OKS ja auch lange Jahre mitgemacht. Ja. Ne? Ja, da hat er mir von erzählt. Und ich kann mich gut erinnern, wenn in der Schloss oder irgendwo große Veranstaltungen waren, Tanzveranstaltungen, da kam da mal Stop und Go dazu. Ne? Ich wir hatten viele Jahre lang Ball des Sports und Presseball. Ja. Und waren da gerne gesehen, wurden immer wieder gebucht. Aber irgendwann wechselt der Veranstalter. Ich glaube, Studio Hamburg kam dann irgendwie ins Spiel und dann waren wir nicht mehr angesagt. Ne? So. Man kannte uns nicht und dann haben sie ihre eigenen Bands untergebracht. Ja, ja. Das ist schade eigentlich, das hat Spaß gemacht. Ja, dann gibt es noch eine Band, Halbtagsjob. Ja. Das ist ganz lustig eigentlich. Da haben wir lange überlegt, wie wir uns nennen sollen. Alles Lehrer. Und wenn Lehrer auftreten und sagen, die Band heißt Halbtagsjob, dann lachen natürlich erstmal alle, weil Lehrer ja traditionell von den anderen Bürgern, sagen wir mal so, als faule Säcke, Gerhard Schröder hat es mal gesagt, gesehen werden, die mittags Feierabend haben und eigentlich nur einen Halbtagsjob. Ne? Das ist also ironisch gemeint. Aber wir dachten, das passt ganz gut. Und wir haben uns vorgenommen, eigentlich nur eigene Stücke zu spielen. Mhm. Und alle sind da aktiv, komponieren, schreiben Texte. Wir haben eine merkwürdige Zusammenstellung an Instrumenten. Wir haben Gitarre, Mandoline, Bass, Saxophon, Keyboard und eine Querflöte. Und wir können während des Auftritts auch mal wechseln. Ja. Das heißt, wir wechseln ständig die Position. Gelegentlich spielt jemand einen Schlagzeuger auch mit. Und kleine Auftritte hatten wir auch schon. Demnächst werden wir auf dem offenen Kanal wahrscheinlich spielen, ne? Am 27.05. Ja. Und wir wollen jetzt, haben wir ein paar Aufnahmen gemacht, wir wollen dann an die Musikkneipen herantreten, dass wir so ein klein bisschen in der Öffentlichkeit auch uns präsentieren. Das Repertoire umfasst jetzt so circa 20 Titel, über eine Stunde. Und ich hoffe, das wird was. Das hört sich ja gut an. Und übt ihr auch noch oder macht ihr nur für euch alleine ein bisschen, also praktisch ein bisschen musizieren? Nein, nein, wir üben natürlich regelmäßig, einmal die Woche. Ja. Sonst kommt man zu nichts. Ne, genau. Aber habt ihr auch Auftritte? Wenige, aber wir hatten schon Auftritte. Ja, ihr hattet. Und ich hoffe, das wird mehr. Ja. Verdient hätten wir es, glaube ich. Ja, gut, wir werden es ja hören. Wir kommen jetzt mal auf den 27.05. nochmal zu sprechen. Gut, dass du es angesprochen hast. Meine Damen und Herren, 27.05. haben wir wieder eine Veranstaltung hier bei uns auf dem Hof, wie im vergangenen Jahr, mit einer Versteigerung und vielen musikalischen Aktionen auch. Und wir haben ja einige Künstler wieder eingeladen, die schon mal hier waren. Und aber das kommt auch in die Presse, aber Sie können das schon mal notieren, 27.05. 14 Uhr hier bei uns im offenen Kanal draußen sowie drin. Freue mich drauf, wenn ich Sie da begrüßen dürfte. Danke.
Was macht denn Herr Lothar Körsen sonst noch in der Schule oder musikalisch, außer dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, gibt es da noch irgendwelche Tätigkeiten? Also, meinst du jetzt hobbymäßig oder wie? Ja. Also hobbymäßig, ich bin ich schwimme sehr gern, sagen wir so, ein sehr ausdauernder Schwimmer, um einfach meine Gesundheit ein bisschen zu pflegen. Man sieht mich ständig in irgendwelchen Schwimmhallen. Ja. Und außerdem bastel ich gerne an Gitarren. Das macht mir auch viel Spaß. Ja, die zusammenzuschrauben, irgendwas dran zu verändern und so, das ist eine feine Sache. Gut, und irgendwas noch ehrenamtliche Tätigkeiten zusätzlich noch? Erster Vorsitzender im Verein, das reicht, glaube ich. Nicht. Das reicht, Verein. Ja, das mache ich seit 26 Jahren, 27 Jahren und mal sehen, wie lange es noch geht. Und wir sind auch wieder dabei mit unserem Theater Spektakulum. Wir produzieren wieder ein Stück jetzt in Starkendorf, diesmal mit Leuten aus der Propstei, den guten Menschen von Sezuan, von Bertolt Brecht. Die Musik schreiben wir selbst. Ja. Und ich bin mal gespannt, im September wird die Aufführungsreihe sein, auch in der Niederdeutschen Bühne und mal schauen. Aber das sind nicht ehemalige Schüler oder so, sondern das ist wieder ein ganz anderer Verein. Also immer das Team Gunter Hagelberg als Autor, Lothar Körsen als musikalischer Leiter und dann suchen wir uns entsprechend Leute, die Lust und Zeit haben und auch die Qualität haben, da mitzuspielen. Hoch oder platt? Nicht auf platt, nein. Nicht das, platt. Das verträgt sich mit Brecht nicht. Das ist wohl wahr, ja. Aber das macht ihr nur Brecht oder überwiegend? Nein, wir machen das, was uns gerade in den Sinn kommt. Mal sehen, was das nächste Stück wird. Inzwischen ist der Autor ja auch schon 75. Ja. Und mal gucken, wie lange wir das noch schaffen. Ne? Ja. Hat denn durch deine vielen Tätigkeiten, die du ja nur gemacht hast, während deiner Berufszeit, hat deine Familie leiden müssen? Nein, das ließ sich alles gut vereinbaren. Ja. Ich habe ja zwei Söhne, die sind 14 Jahre auseinander. Und so war das also nie wirklich problematisch. Immer Zeit gehabt? Immer Zeit gehabt dafür, ja. Aha. Gab es denn so besondere Ziele oder in deinem Leben, Urlaubsziele jetzt speziell? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Urlaub hat mich nie interessiert. Nee. Ich habe zwar einige Reisen unternommen, aber nein, zum Glück ist meine Familie da mit mir einer Meinung. Wir bleiben im Lande und nähern uns redlich, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Und ich muss nicht die Welt sehen. Das hört die sich Welt muss mich auch nicht sehen. Ja, das hört sich gut an. Aber das ist ja, na gut, das ist natürlich eine Einstellungssache dann, ne? Aber dann habt ihr viel, ich meine, deine Urlaubszeiten waren ja nun mal ziemlich lang, ne? Hast du da dann auch noch so ein bisschen schulisch was gemacht oder? Unterrichtsfreie Zeit heißt das ja nur, nicht Urlaub, ne? Und natürlich muss man sich vorbereiten, man muss bestimmte Themen einfach aufarbeiten. Ja. Wenn ich beispielsweise mir vornehme, jetzt im Informatikunterricht mit der Sprache Lazarus zu arbeiten, dann muss ich mich ja irgendwann damit beschäftigen. Das dauert einige Wochen, bis man da so drin ist. Ja. Und das habe ich dann halt in den Zeiten auch gemacht, in den unterrichtsfreien Zeiten. Ja, praktisch immer Lehrer. Ja. Wenn man das so will, ne? Macht ja Spaß, ne? Ja, gut. Und deine Familie, die waren auch keine Urlauber, nicht? Dass sie gesagt haben, Mensch, das ist aber Willen. Wir sind uns einig, das ist ganz gut. Das war gut so. Auch die Söhne nicht. Naja, die gehen natürlich ihre eigenen Wege, ne? Gut, sind okay. Ja schon groß, aber ich meine, wie die noch klein waren, nicht? Dass sie gesagt haben, Papa, ich möchte auch mal nach Italien. Ja, wird mal nach Dänemark oder mal in Harz gefahren. Na, aber das mehr ist auch, war nicht drin. Das langt doch auch. Ja. Das langt doch auch. Lothar, wir haben sehr viel von dir gehört. Schön, dass du uns das alles erzählt hast. Und das war ja sehr aufschlussreich und auch interessant. Sag mal, gibt es ein Highlight? Ja. Meine, außer ein familiäres jetzt, ne? Ja, durchaus, ja. Ja, also erzähl mal. Ein Highlight, ich habe vorher drüber nachgedacht, weil ich wusste, die Frage kommt. Ne? Ja. Also ein Highlight ist mit Sicherheit gewesen, dass meine Band, die jetzt gerade Abitur macht, Sunburst heißt die, das sind Schüler unserer Schule, zwei Gitarren, ein Schlagzeug, ein Bass, dass die also nur eigene Instrumentaltitel gespielt haben und wurden eingeladen zur Shadow Music Convention nach Verden an der Aller. Da treffen sich einmal im Jahr Musiker aus ganz Europa, die Shadows Covermusik machen und Cliff Richard. Und wir wurden dort eingeladen, haben als einzige junge Band eigene Titel gespielt und wurden sofort wieder eingeladen fürs nächste Jahr. Toll. Und das war ein echtes Highlight. Wir haben gemeinsam mit einem von den Shadows gespielt, mit Brian Licorice Locking. Der hat eine Improvisation zur Mundharmonika gemacht. Wir haben uns unterhalten mit Bruce Welch, dem Rhythmusgitarristen. Ja. Das war ein echtes Highlight. Ja. In dem Rahmen vor 250 Musikern und Musikinteressierten aufzutreten und letztlich Anerkennung zu finden. Das war toll. Ah, das ist schön. Gab es da irgendwie eine Preisverleihung oder war das einfach nur... Nein, das ist einfach so ein jährliches Treffen. Und ja, da kommen aus ganz Europa Bands, die Covermusik, Shadows und Cliff Richard spielen. Ja. Und da passten wir irgendwie rein mit Instrumentaltiteln, die aber keiner kannte. Ja. Und die haben auch reichlich CDs verkauft. Tatsächlich? Ja. Das machte offensichtlich die Musikliebhaber neugierig, was das wohl ist. So, ne? Ja. War toll. Das war ein großer Erfolg, ne? Das war ein großer Erfolg. Und wie viele Musiker war der?
Es waren vier Musiker. Vier Musiker? Mhm. Also ich war ja bloß der Mentor oder der Coach. Ja. Vier, die waren damals 12, 14 Jahre alt. Ne? Ja. Das war wirklich bemerkenswert. Ja, das war für die natürlich auch ein Erfolg und ein Erlebnis. Ja. Recht? Und ich hoffe, dass wir dazu kommen, die machen jetzt Abitur, dass wir noch ein Abschlusskonzert machen. Ja. Das hoffe ich, dass wir das hinbekommen. Aha. Ach, mit diesen Musikern? Mit diesen Musikern, ja. Weil die 5, 6 Jahre die Treue gehalten haben und sich immer weiterentwickelt haben. Ne? Toll. Lothar, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ich wünsche dir für die Zukunft weiterhin alles, alles Gute. Noch viele, viele schöne Töne und noch viel Spaß auch mit deiner Musik und natürlich auch mit deiner Familie. Vor allen Dingen Gesundheit und man sieht sich irgendwann mal in Hasse. Wir sind ja alle Hasse, ja. Man sieht sich irgendwo, ne? Alles klar, Gerd. Herzlichen Dank. Ja, ich danke dir auch. Gerne. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. In der nächsten Woche haben wir einen Professor Udo Simonis. Die Heide Simonis, die war ja schon mal bei mir. Deswegen hat er mich mal angehört und gesagt, ja, wieso bin ich noch nicht bei Ihnen gewesen? Meine Frau nahm einen Termin abgemacht. Und das ist jetzt nächstes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich sage bis dahin tschüss und schönen Dank. Danke.